Peace Leute, Brody is back. Und heute gibt es von mir wieder ein neues Video für euch. Und ja, ihr seht es Leute, Sonnenbrille ist am Start. Und ja, würde ich sagen, ihr wisst ganz genau, was das heißt. Nächster Uhreneinkauf für euch. Ja, schnacken wir nicht lange rum, fangen wir sofort damit an, wie ihr es gewohnt von mir seid. Ja, was habe ich für euch? Fangen wir ganz obligatorisch an mit, nein, diesmal keine Toaster. Ihr wisst ja, wie es bei mir läuft, mal so. Das sind Baguettebrötchen. Ja, ihr könnt es lesen bestimmt. Da oben, so, ihr könnt es lesen, Baguettebrötchen am Start hier. Das sind ja immer die 39 oder 37 Cent Kosten aufgrund der gesunkenen Mehrwertsteuer, die übrigens nächstes Jahr nicht mehr geben soll. Ja, diese 37 Cent Brötchen. Dann habe ich für euch aber mal 37 Cent Brötchen, aber das sind keine Baguettebrötchen, sondern Frühstücksbrötchen. Auch diese, ja, wie ich schon gesagt habe, ganz günstigen. Hier nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, ich kann es immer wieder nochmal sagen, verzehrfertig in 8 Minuten. Kann ja jeder denken, dass man sie nur 8 Minuten backen sollte, länger nicht. Danach werden sie dunkelbraun, schwarz, was auch immer, und das sollt ihr euch nicht antun. Dann habe ich für euch, ja, machen wir damit weiter, ist glaube ich etwas Neues auf meinem Kanal. Ich glaube nicht, dass ich das mal präsentiert habe. Das ist Hirtensalat. So Leute, ihr könnt sehen von Pop, das ist Hirtensalat und ihr könnt schon sehen, da ist Paprika, Gurken drinne, Feta, Oliven, Grüße gehen raus und Brain Bros. Grüße gehen raus und Calvin und Marvin, sorry für das Versprechen. Ja, wie gesagt, hier Walter Pops Meistersalat, Hirtensalat, nur Zwiebeln drinne, schreiben hin, achso stimmt, ich darf das ja nicht mehr sagen, ich habe ja gesagt, ne. Wer von euch irgendwelche Ideen hat, schreibt mir die einfach in die Kommentare rein. Ja, ich habe ja gesagt, ihr müsst das nicht mehr nehmen zum Kombinieren. Dann habe ich für euch, aber damit weiter, so viel hier. Ich kann mich gar nicht aussuchen, ich kann mir gar nicht aussuchen, was ich hier als nächstes nehmen soll. Und zwar Mire, ihr kennt die Leute, eigentlich auch nichts Besonderes. Habe ich schon mal öfters mal auch präsentiert. Mireille, französische Kräuter. Ja, ganz leckere Frischkäse, kann ja mit Käse oder auch Oliven oder auch Jalapenos, die ich immer noch übrigens habe, kombinieren. Dann habe ich für euch. Original irischer Cheddar. Ich denke mal, das sollte auch nichts Neues sein. Ja, Cheddar-Käse. Leute. Tut niemals Cheddar-Käse auf Pizza drauf, das schmeckt richtig ekelhaft. An diejenigen, die es noch nicht wissen, Leute, jetzt wisst ihr es, könnt ja was dazu lernen. Macht niemals auf Pizza Cheddar-Käse drauf, das schmeckt richtig räudig. Ja, also ihr versaut euch quasi, denke ich mal, die ganze Pizza. Dann habe ich für euch, denke ich mal, dürfte auch ein alter Bekannter sein, Thüringer Rostbratwurst. Ja, Grüße gehen raus an die ganzen Thüringer unter euch. Bratwurst, kennt's Leute, muss ich auch nicht viel dazu sagen. Dann habe ich für euch passend auf die Bratwurst, und zwar Real American Mustard, Honey Mustard. Ja, habe ich glaube ich noch nie auf meinem Channel gehabt, auf eine Premiere. So Leute, auf jeden Fall American Mustard, New York Daily Style. Also schon richtig, seht's Leute, richtig, fast schon so eine Gold, warte mal, das ist eine, ich kann gerade nicht unterbrechen, ist das Gold oder Silber? Das ist Gold, ganz leicht Gold, ganz goldene, so ein ganz leicht goldener Rand, so richtig, richtig Premium Ware hier, dieser Honey Mustard. Dann habe ich für euch passend zu Würstchen Kartoffelknödel. Ihr kennt sie auch, ich denke mal, das sollte auch nichts Neues sein. Ich liebe Kartoffelknödel, ich mag Knödel mehr als Klöße. Schade für alle Thüringer, weil alle Thüringer Klöße essen. Aber naja, Leute, ich bin ja auch so ein Rebell, ich kann ja auch mal was anders machen. Ihr wisst, Leute, ich war schon immer rebellisch im Leben. Nie das gemacht, was alle mir gesagt haben, dass ich nichts tun soll. So, dann habe ich für euch was ganz Neues. Also ich habe für euch eine richtige Bo-Ware. So, ihr könnt es lesen, Bo-Ware.
Ja, und bei dieser Bohrware handelt es sich um eine Bollwurst. Und Bollwurst habe ich auch noch nie auf meinem Channel gehabt, ist auch was Neues. Und zwar, das ist eine nach Art einer gekochten Zwiebelwurst. Also Bollwurst, das ist was ganz Neues für mich. Habe ich auch noch nie gegessen, also mein ganzes Leben. Also, ja, wird auch schon interessant sein für mich, wie das schmeckt. Also, ja, Rügenwalder, ich stehe jetzt über Rügenwalder Spezialitäten. Wo mir das gerade echt auffällt, ne? Das ist nicht Rügenwalder Mühle. Sehr interessant. Ihr kennt ja alle von euch Rügenwalder Mühle. Da gibt es diese Veggie-Frikadellen oder Veggie-Würstchen. Da gibt es diese Würstchen von Rügenwalder Mühle. Das ist Rügenwalder Spezialitäten. Leute, ist Rügenwalder Mühle und Rügenwalder Spezialitäten dasselbe? Wer das von euch weiß, schreibt mir mal das in die Kommentare hin. Das würde mich mal interessieren. Dann habe ich für euch Topmarke 2020. Und bei dieser Topmarke 2020 handelt es sich um Nudelsi-Aufstrich. Ja, das ist ein Aufstrich, 36% Nuss, also schon sehr nussig wie Nutella. Ihr wisst ja, Nutella ist auch sehr schokoladig und sehr nussig. Ja, ohne Palmöl, ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Ich habe da jetzt keine Allergie oder so. Ja, auf jeden Fall Nudelsi-Aufstrich für euch. Dann habe ich für euch was Polnisches am Start. Grüße gehen raus und die ganzen Polen unter euch. Und zwar original polnische Krakauer-Eis, Leute. Von Balcerak. Balcerak. Eine original polnische Krakauer mit Schweinefleisch aus der EU. Ja, mal sehen, wann die Polen aus der EU aussteigen. Noch machen sie Waren aus der EU. Mal schauen, wie lange noch. Dann habe ich für euch. Sollte, glaube ich, auch nichts Neues sein. Eine meiner Lieblings-Mettwürste, weil sie wenig Fett und viel Eiweiß hat. Die guten Zwiebeln-Mettwurst. Wie gesagt, die ist gesund. Ich nenne sie Fitti-Mettwurst. Keine Ahnung warum. Gerade weil sie viel Eiweiß und wenig Fett hat. Dann habe ich für euch. Ihr seht, Leute, heute mal richtig vielfältig. Dann habe ich für euch Prosciutto Cotto nach italienischer Art. Und hier steht wiederum. Ihr seht, Leute, das ist überklebt, aber kann einer von euch lesen? Da steht auch mit Schweinefleisch aus der EU. Leute, ist das Pflicht, dass man das schreiben muss oder nicht? Weil, ich meine, muss man das wirklich hinschreiben, dass Schweinefleisch aus der EU ist? Ich meine, okay, man kann ja vielleicht denken, so Schweinepest oder so. Schweinepest hat ja auch mittlerweile schon Europa erreicht. Ja, vielleicht, wenn das Schweinefleisch nicht aus der EU kommt, ist das Risiko größer, dass man sich mit Schweinepest infiziert. Keine Ahnung warum, aber Leute, ist das eigentlich Pflicht, dass man das da draufschreiben muss? Auch so ein interessanter Fakt. Wer von euch Bescheid weiß, schreibt mir mal das in die Kommentare, denn neues Wissen macht mich noch schlauer, als ich es jetzt schon bin. Dann habe ich für euch, ja, zu guter Letzt, eine ganze Menge Joghurt. Und zwar, ihr seht es, Leute, Joghurt-Dessert. So, Leute, ihr könnt sehen, Joghurt-Dessert, eigentlich was ganz Klassisches. Und zwar vom Mertinger Milchhof. Und zwar, ich habe, das Interessante ist, ich habe den noch nie probiert. Ist so, ne, Mertinger habe ich noch nie probiert. Also habe ich zum ersten Mal im Einkaufsladen gesehen und habe gedacht, so, diesen Joghurt habe ich noch nie probiert, wird auch was ganz Neues für mich sein. Ja, kann ich mal einen Little-Vergleich machen von anderen 0,1% fettigen Joghurten. Ja, dann habe ich noch, zu aller guter Letzt, habe ich für euch Skier Smoothie vom Milchrahmen. So, Leute, das ist ein Skier, ihr wisst ja, viel Fett, wenig Eiweiß, nee, viel Eiweiß, wenig Fett, genau so rum. Ja, Skier Smoothie. Ja, wer von euch mag Skier pur und wer von euch mag eher Skier mit Frucht und wer von euch mag fruchtigen Skier? Schreibt mir einfach in der Reihenfolge ABC in die Kommentare, wer von euch was am allerliebsten mag. Würde mich auch interessieren. Und ja, Leute, wie ich gesagt habe, das war der allerletzte Woche für euch. Ja, das war auch mein Wocheneinkauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einfach einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, abonniert meine Fan-Website auf Instagram, abonniert auch dann meine private Website. Und ja, würde ich sagen, ich habe euch alle lieb, meine Abonnenten. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Peace.